1. April machen wir endlich hier an der Kurt-Schumacher Straße, an der Große Riede gegenüber vom bekannten Anzeiger Hochhaus auf. An der Verbindung zwischen Innenstadt und Nordstadt und machen unser 30. Fachgeschäft in Hannover Innenstadt auf zum 102. Geburtstag von Göring. Ja. Ich bin hier lang gelaufen als kleiner Junge mit meinem Vater mal, also vor über 30 Jahren roundabout. Und mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, das ist ein guter Standort für eine Bäckerei. So, und als ich dann gesehen habe, dass der Standort zu haben ist, habe ich angefangen, den Standort zu beobachten. Dann habe ich mich mit meinem Team getroffen. Wir haben uns das gemeinsam hier angeschaut und dann haben wir gemeinschaftlich bei Göring gesagt, irgendwie, wir gehen da rein, wir machen das Projekt. Kein Geschäft sieht aus wie das andere. Wir gucken immer, was ist das Besondere? Was ist das Besondere an der Ecke, an dem Platz, an dem Ort? Wie sind die Menschen hier? Und danach entwickelt sich dann die Idee, was können wir hier machen? Was die Werte auch dieses Handwerks widerspiegelt. Ja, dass es echte Materialien sind, echte Werte, dass wir den Fußboden haben, der das Mehl symbolisiert, dass wir das Getreide als Deko-Element unter der Decke haben, dass wir mit echtem Holz arbeiten, mit verputzten Tresen und. Und dass jeder Laden besonders ist und dass wir so ein helles, freundliches Design haben. Ich glaube, gerade hier auch an der Kurt-Schumacher-Straße am Steintor, das ist, glaube ich, auch ein Signal für Aufbruch, für es geht weiter, positiv, helle Farben, lebensbejahend. Wir schaffen permanent neue Arbeitsplätze, weil wir durch den Fachkräftemangel einfach immer neue Leute brauchen. Und ganz egal, ob jung, ob alt, ob gelernt oder ungelernt, wir haben 50 Nationen bei Göring. Der Großteil ist ungelernt, das sind Quereinsteiger aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. Und wir haben hierfür auch neue Leute eingestellt, die gesehen haben, dass wir hier bauen und gesagt haben, sie wollen genau hier an dem Standort arbeiten. Das ist für sie ein guter Ort, den sie mit ihrem Leben verbinden können. Und wir werden hier, ich schätze mal, dass wir so in einer Schicht bis zu 4 Leute haben werden, 3 bis 4 Leute. Und wenn es gut läuft, hoffentlich noch mehr. Ja. Pro Schicht. Was es am 1. April gibt, ist zum 102. Geburtstag. Wir spendieren für einen Monat alle Kaffeespezialitäten, Cappuccino, Latte Macchiato, Schockmock, whatever you want, für 1 Euro. Und es gibt den ganzen Monat auf alle Göring-Backwaren 10%.